Die FCZ wird am Samstag die Super League-Saison eröffnen. Das wird der Ekel derjenigen sein, die bei den Berners Wankdorf verantwortlich sind. Kennepa hat ein Derby in Winterthur bevorzugt. Der Präsident, den Drittel der FCZ, Anzilo Kennepa, hört zu Beginn der Saison nicht auf. Fresh Focus, ich hätte es vorgezogen, in Winterthur ein Derby zu haben. Der Sportdirektor von Fresh Focus, Marinko, der Juredik und Trainer Franco Soft beantwortet die Fragen aus den Medien. Frischer Fokus. Deshalb funktioniert es. Die Überschrift Titels eröffnet die Saison für den Champion der Serie für lange Zeit. Die FCZ wird am Samstag auf YB eingeladen. Was ist das Highlight für neutrale Fußballfans, bedeutet ein Unbehagen für die FCZ? Der Sportdirektor Marinko Juralendik sagt, es ist sicherlich nicht ideal für uns. Ich hätte den Master Bonus gewünscht, aber es ist kein Trunkkonzert. Der Präsident der FCZ, Anzilo Kennepa, ist ebenfalls frustriert. Wir könnten nicht zu Hause spielen, weil es dort mehr oder weniger eine verdammte Gruppe gibt. Der letzte Grund ist erneut für ein Konzert geplant. Diesmal sind sie tote Hosen. 7 anstelle von 5 Konzerten wie gewohnt in diesem Jahr werden sie in diesem Jahr im Zürich-Stadion stattfinden. Ein grosses Unbehagen für den Präsidenten, der selbst in den Europapokal spielen muss, sein Team wahrscheinlich das Stadion ändern. Ein weiteres Spiel von zu Hause wäre gut für ihn gewesen. Sie hätten den Derby planen können. Winterthur gegen die FCZ. Alle hätten ihre Freude gehabt, sagte Kennepa. Zürcher gibt kein Tischziel aus. Mit Ousmane Doumbia und Hassan Zese muss der Lehrer 2 schwere Spiele stellen. 4 neue Ergänzungen sollten die jedoch ausgleichen. Der neue Trainer Franco Soft sagt, wenn sie einen Stürmer geben, der 20 Tore erzielt, müssen sie das im Team kompensieren. Der Präsident sagt jedoch, das Team ist besser als im letzten Jahr. Die Neuankömmlinge sind mindestens den Ausgängen gleich. Allerdings, Kennepa wollte kein genaues Ziel am Tisch veröffentlichen. Das ist noch zu früh, sagte der 69-jährige Mann. Es ist ihm und dem SWOT, Trainer jedoch klar, er möchte sich für einen der 3 europäischen Wettbewerbe qualifizieren. Wer wird Schweizer Champion sein? YB Basel FC Zürich Lugano St. Gallen ein weiteres Team. Eine Qualifikation für die europäischen Pokalspiele würde zweifellos die Situation rund um den Star Wilfried Gnonto verbessern. Der 19-jährige Vertrag läuft 2023 ab. Mit einer guten Leistung an europäischen Orten könnte er seinen Wert wieder erhöhen. Aber zahlreiche Bagger sind bereits ausgegraben.